ihr Kinder? Scheinbar nicht. Kann ein Mann nicht einfach mal seine Ruhe haben? Der Weg aus Babenberg war doch anstrengend genug. Wie lange seid ihr schon auf der Reise? Ich habe schon Pilger getroffen, die weit aus dem Osten kamen. Okay, die sind halt nicht gesprächig. Wir gehen ein Stück spazieren, damit ihr schlafen könnt. Ein Kind hat ja auch gar nichts verloren. Stimmt doch, oder? Psst, jetzt ist's aber gut. Eine blinde Frau, interessant. Lieber Gott, was macht ihr da? Kommt aus dem Wasser. Es ist eiskalt. Mein Ring. Ich habe meinen Ring verloren. Lieber Gott, sei mir gnädig. Och nö. Die meisten Pilger bleiben nahe der Quelle. Ich dachte, am Fluss wäre es ruhiger. Suche nach Ring. Komm zurück zu mir. Bitte, komm zurück. Habe ich was übersehen? Wo bist du? Wo bist du hin? Ich bin froh, dass ich meinen Dolch nie auf der Reise benutzen musste. Ich habe ihn nur für Notfälle dabei. Ah, kann auch woanders gucken. Ach, da blinkt doch was. Ich habe ihn gefunden. Na komm, wir sind mal nett. Ich habe ihn gefunden. Ja, oh, ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Ihr seid ein guter Mensch, so voller Güte. Ich bin froh, dass ich euch helfen konnte. Danke, danke. Vielen, vielen Dank. Wird euch jetzt wärmer? Ja, ich danke euch. Ich sehe, dass dieser Ring euch sehr viel bedeutet. Er war ein Geschenk meiner Stiefmutter. Sie dachte, ich würde ewig bleiben, aber das tat ich nicht. Warum seid ihr gegangen? Oh, Ich dachte, ich gehörte nicht dazu. Sie sagte immer, ich sei ihre Tochter, aber ich war mir sicher, dass sie log. Ich war so selbstsüchtig und so dumm. Zu dumm, um zu sehen, dass ich eigentlich glücklich war. Erzählt mir von eurer Stiefmutter. Sie war so eine liebe Frau, so herzensgut. Vielleicht wart ihr wirklich nicht glücklich. Ich weiß es nicht. Ich war sehr jung und dachte, ich sei unglücklich, weil ich nicht nahe genug am Meer lebte. Aber am Ende liebte das Meer mich nicht genauso. Die Kälte dort machte mich krank. Sie nahm mir das Augenlicht. Warum seid ihr nicht zurückgegangen? Sie war so zornig, als ich ging. So zornig und enttäuscht. Sie hätte mich nie wieder aufgenommen.
Deshalb seid ihr auf Pilgerfahrt gegangen? Ja, damit St. Jakob meine Frömmigkeit sieht und ich mit meiner Mutter im Himmel vereint werde. Ich bin nicht so gut wie ihr. Ganz und gar nicht. Tatsächlich haben wir einiges gemeinsam. Auch ich versuche, etwas wieder gut zu machen. Bei dem Mann, den ich am meisten liebte. Ich habe gehört, er sei nach Santiago de Compostela gegangen. Ihr werdet es bald wissen. Nicht bald genug. Es sind noch 4 Wochen bis zum Ziel. Er wird dort sein. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe, ihr habt recht. Ich habe nur das Gefühl... Ich habe das Gefühl, als würde ich ihn mit jedem neuen Tag ein Stückchen mehr verlieren. Und dass das Einzige, worauf ich noch hoffen kann, nicht Liebe ist, sondern Vergebung. Ich verstehe. Still, Kleine. Bald ist unsere Reise zu Ende, Ja, diesmal lese ich es mal nicht vor. Oh Mann. Ich hoffe, Jack weiß es echt zu schätzen. Der Name der Frau war Alba. Sie kam aus einer kleinen Stadt irgendwo in Katalonien. Ich gewöhnte mich bald daran, dass sie ständig nach dem Ring ihrer Stiefmutter tastete und an den Ausdruck der Schuld in ihren trüben Augen. Ich war mir nicht sicher, ob ihr meine Gesellschaft zusagte, aber ich konnte sie auch nicht allein weiterziehen lassen. Als wir Los Arcos erreichten, hatte sie aufgehört zu reden, während ich dann und wann ein freundliches Wort fallen ließ, um ihr zu zeigen, dass ich noch bei ihr war. Alba hielt sich selbst für schwach an Körper und Geist, und doch ging sie den Jakobsweg mit einer großen Zielstrebigkeit, die sie vorantrieb. Ich machte mir Gedanken über das, was ich ihr über meine eigene Reise erzählt hatte. Hoffte ich auf Liebe? Oder tat ich diese Reise nur, weil ich Vergebung von ihm erhoffte? Aber was gab es da zu vergeben? Meinen Entschluss, Alfred zu heiraten, hatte ich für die Menschen von Shiring getroffen. Es war ein Opfer, das ich hatte bringen müssen, um die Schreckensherrschaft von William Hamley zu brechen. Diese Fragen verfolgten mich jetzt schon lange Zeit. Aber wenn ich wirklich bald Jack sehen würde, war es Zeit, mich zu entscheiden. Bei Leon begann der Weg, sich langsam aufwärts zu winden. Es waren nur noch 2 Wochen, bis wir Santiago erreichen würden. Das Baby war guter Dinge und Alba überraschenderweise ebenfalls. Na, das klingt doch gut, dass das Baby wieder besser wird. Hinter Astorga wurde der Weg schwieriger. Alba wurde immer langsamer und wir mussten mehr Pausen einlegen. Sie wurde wieder still. Die Belastung zehrte an ihr und sie machte sich Sorgen, dass sie das Ende des Weges vielleicht nicht erreichen würde. Dennoch kamen wir Stück um Stück weiter. Was, wir schaffen das schon. Am nächsten Morgen konnte Alba nicht aufstehen. Ihr Atem ging erschreckend flach und sie bemerkte kaum, wie ich ihr die Hand auf die Stirn legte. Alles tut weh, sagte sie, und ich solle ohne sie weitergehen. Nein, wir bleiben bei ihr. Natürlich blieb ich bei ihr. Ich brachte ihr zu essen und zu trinken und saß an ihrer Seite. Aber ihr Zustand verschlechterte sich von Tag zu Tag. Sie drängte mich immer noch weiterzugehen, Jack zu finden, bevor er Santiago vielleicht verlassen hatte. Mann, ist das eine beschissene Entscheidung. Ich mag Alba irgendwie. Irgendwie hat sie recht, die Mönche würden sich schon um sie kümmern. Ich wollte schon ohne sie weitergehen, als ein Mönch mich aufhielt. Er bat mich, wenigstens noch einen Tag zu bleiben. Und mit dem Gefühl, dass er recht hatte, tat ich es. Okay, warum sollte ich mich dann entscheiden? Ich hatte sie kaum gekannt. Und die meiste Zeit hatte sie versucht, mich fortzustoßen. Als ob sie sich für eine Last hielt, die mich behinderte und keine Gesellschaft verdient.
Erst wenige Augenblicke, bevor sie starb, lächelte sie mich zum ersten Mal an. Und ich hoffe, dass sie merkte, dass ich zurücklächelte. Ich hoffe, dass sie an diesem fremden Ort, sterbend neben einer fremden Frau, einen Augenblick des inneren Friedens gefunden hatte. Aber sie hatte Santiago nicht erreicht. Als ich ging, verfolgte mich dieser Gedanke weiter. Zu sehen, dass eine Reise ein so plötzliches Ende finden konnte. Aber was hätte sich geändert, wenn sie Santiago erreicht hätte? Wäre sie nicht einfach enttäuscht gewesen von dem, was sie dort vorgefunden hätte? Weil es nicht das gewesen wäre, was sie erwartet hatte? Nach Monaten anstrengender Reise erreichten das Kind und ich schließlich Santiago de Compostela. Am Abend besuchten wir die Messe in der großen Kathedrale. Dann begannen wir, die Stadt nach Jack abzusuchen. Es war fast schon Morgen, als ein Priester mich schließlich auf ein nahegelegenes Gasthaus verwies. Na, dann hoffen wir mal, dass wir ihn endlich mal finden, den... Hey, Wirtin. Buenos dias. Versteht ihr mich? Ach, jetzt sind wir in Spanien. Siento, Choben, pero no tenemos camas disponibles. Nein, ich brauche kein Zimmer. Mir wurde gesagt, ein Freund von mir war hier vor einiger Zeit. Ein rothaariger Engländer namens Jack. Erinnert ihr euch an ihn? Eu sou chefalo en galego, miña rula. Français? Englisch? Müder Pilger. Ein rastender Pilger, die Nachtluft ist mild. Okay, schauen wir mal. Krüge gibt's hier noch, Mann. Ich suche nach einem Mann, der viel liest. El logo anda siempre con libro en riva. Habt ihr so jemanden gesehen? Pero, ¿por qué llevas un libro en riva? Basta escangallar co peso. Sie versteht nicht mal, dass ich nach einem Menschen suche. Okay, das könnte schwer werden. Vielleicht den Kleinen zeigen. Oh, qué cousinha. Eche rubio. Sí, ein Rotschopf. Habt ihr seinen Vater gesehen? Padre del Niño? Jack Jackson? Ben siendo un peregrino? Was? È un peregrino? Oh, no, no. Er ist kein Pilger. Enton, ¿quién ben siendo? Oh Gott, Er ist ein Steinmetz. Ay, mal rayo, me partas, entiendo que me estás a contar. Gibt es jemanden im Gasthaus, der übersetzen kann? Nena, que te merque que te entenda. Ein Übersetzer, ein Gast. Ahora mismo están che todos a dormir. Casi che diría que volvas mañá por la mañá. Oh mein Gott. Lasst mich euch etwas zeigen. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kathedrale, genau. Er baut solche Dinge. Ein Steinmetz. Ein Mason.
Ah, eche Masón. Albanel. Sí, sí, ein Masón. Das muss es sein. Por aquí pasan unha morea de masóns. Non me poderías dicir algo máis sobre él? Oín falar dun masón que diz que se dedica a traducir libros en Toledo. Polo visto, di que se chama Jack. Ja, Jack. Habt ihr ihn gesehen? Non sei cal será.